Ja, lieber Herr Hans-Rudi Fischer, heute werde ich mit Ihnen ein Interview durchführen zu Ihrer schönen neuen Ausstellung und zu Ihren abstrakten Bildern. Und hätte gleich die erste Frage. Und zwar würde mich interessieren, ob Sie Ihre Bilder als informelle Kunst ansehen würden. Oder ob Sie sich von dem Begriff vielleicht sogar distanzieren und das ganz anders betrachten. Also den Begriff informelle Kunst würde ich erstmal strikt verneinen. Ich habe das ja vorhin in meiner Begrüßungsrede gesagt, dass ich zu meinen Bildern sehr wenig sage. Ja. Und gespannt bin auf die Äußerungen der Betrachter, sodass ich eher sagen würde, es ist keine informelle Kunst, sondern eine Kommunikationskunst. Ich betrachte diese Bilder als Mittel, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich habe heute, ich müsste heute Abend, wenn ich zu Hause bin, ein Buch schreiben. Ich habe so viele schöne Erfahrungen erzählt bekommen, die Menschen in meinen Bildern sehen. Und das ist für mich, das ist mehr als Information. Das ist Kommunikation, das ist soziales Miteinander, das ist Wertschätzung und für mich eine große Ehre, dass einfach, wie ich immer sage, die Farbinformationen Menschen in ihren Seelen so berühren. Sie sind ja auch Musiker und studierter Musiker. Wie sind Sie da zur Malerei gekommen, in diesem Bogen von Musik zur Malerei? Ja. Musik und Malerei war insofern für mich immer spannend. Ich hätte zu DDR-Zeiten gern Musikerziehung und Kunsterziehung studieren wollen. Das gab es aber nicht. Habe ich dann für die Musik entschieden, weil ich einfach zu lange schon als Pianist tätig war. Habe aber immer gemalt. Zum Teil figurativ, zum Teil also sehr skizzenmäßig, kleinere Bilder. Und habe dann gemerkt, dass die Malerei etwas Zeithaftes hat. Das Bild hängt hier. Wenn ich meine Mozart-Sonaten spiele, oder meine Klavierkonzerte von Beethoven, die sind nach 20 Minuten vorbei. Das fließt. Hier fließt es auch, aber es ist da. Und das hat mich dann ermuntert, in Zeiten, die beruflich nicht so angenehm waren, zu sagen, jetzt lass mal die Musik beiseite und greif mal zum Pinsel. Und ich habe gemerkt, nicht umsonst heißen meine Überschriften ja Seelenbilder, es befreit meine Seele, es gibt Kraft. Und als ich dann vor einem Jahr hier war, zur Eröffnung hat der Rocco Barone, dieser berühmte Maler, der auch die Galerie eingerichtet hat, zu mir gesagt, du schenkst deine Seele. Das ist ein unschätzbarer Wert. Der ist mehr wert als die Töne, die nach und nach erklingen. Und das hat mich nochmal ermuntert, dass ich in den letzten Monaten erneut Bilder gemalt habe. Ganz anders. Ich sehe mich selber auch seit 2000 bis jetzt in einer ganz anderen Entwicklung. Ja, also das ist eines meiner letzten Bilder, hätte ich vor 20 Jahren nie so gemalt. Ja, da war ich auch noch auf einer kleineren Strecke. Deshalb habe ich dann diese anderen Bilder, die kleiner waren, reproduzieren lassen. Und jetzt in ihrer Größe entfalten sie natürlich eine Ausdruckskraft, die so ein kleines Bild nicht hat. Und Musik war für mich immer am Ende auch Sprache. Und wenn ich im Universitätschor die Matthäus-Passion gesungen habe oder eine Kantate, ja, lobt Gott den Herrn. Ich habe die Noten gesehen, ja, lobt Gott den Herrn, aber ich habe dahinter den Herrn gesehen. Es war immer bildhaft. Und ich bin also auch ein sehr bildhafter Typ, also auch ein fotografischer Typ. Ich kann mir gut Gesichter merken, Bilder merken. Und von daher war für mich Musik und Malerei im Grunde genommen gar nicht getrennt. Und ich habe es dann auch geschafft, in mehreren Städten, in Kirchen, wo dann Bilder, nicht diese jetzt die aktuellen, sondern die älteren, an eine Projektionswand geworfen wurden. Und ich bin nicht der Improvisateur, aber ich saß dann an der Orgel und meine Bilder haben mir Kraft gegeben, die Töne zu erzeugen und das Publikum war fasziniert. Und da habe ich gemerkt, Musik und Malerei gehören zusammen. Alles ist eins. Ah. Ganz genau.
Nun rekurriert dieses Bild ja ein bisschen auf den Herrn Richter. Haben Sie sich von dem inspirieren lassen? Überhaupt nicht. Ich lasse mich von niemandem inspirieren. Mhm. Ich versuche auch niemanden nachzuahmen. Ich schaue mir schon durchaus Bildbände an und kenne auch Richter. Aber sage auch nicht, ich will jetzt bewusst anders malen, weil ich weiß, ich male anders. Und ich will kein Abklatsch sein oder irgendwas nachgeäfftes, sondern ich bin ich, das habe ich mittlerweile begriffen. Ich lerne mich jeden Tag neu kennen und das bin ich. Ich bin nichts und bin alles. Also das Authentische als Künstler holen Sie, schöpfen Sie aus sich selbst. Richtig. Durch die Musik. Richtig. Und Ihre Bilder sind ja auch sehr psychologisch, haben sehr psychologische Titel. Wie wichtig ist denn die Psychologie für die Malerei? Ja, die Psychologie ist enorm wichtig, weil ich habe sehr viele Bücher gelesen, hatte ja auch mein Studium Psychologie. Die Psychologie beschreibt ja sehr deutlich, welche Frequenzen Farben ausstrahlen. Das ist mein Rot 12 Hertz. Und die gehen ins Herz. Und das ist für mich enorm wichtig, das habe ich auch heute wieder gemerkt, aber auch bei den anderen Ausstellungen, die Menschen auf einmal es schaffen, ähnlich wie einem Psychologen gegenüber, durch diese Farbinformationen sich zu äußern. Das erinnert mich, hier sehe ich das, das habe ich erlebt, das ist ja mein Leben. Und da sage ich mir, was ich vorhin sagte, das ist die Kommunikation und das ist das Großartige an den Bildern, wo ich sage, genau das wolltest du. Ich will kein Picasso sein, ich will kein Richter sein, sondern Hans-Rudi Fischer, der Menschen seine Seele schenkt. Und Sie werden es nicht glauben, Menschen schenken mir so viel zurück. Das sind Schätze, die sind nicht in Gold aufzuheben. Also öffnen sich die Menschen vor ihren Bildern? Richtig. Was sie sonst nicht tun würden. Ja. Also Sie sind sozusagen ein Seelenöffner mit Ihren Bildern, weil da so ein bisschen über die Kunst so eine Art Vergangenheit wieder reproduziert wird oder auch so Erinnerungen, Assoziationsketten freigeben. Ja, genau, Assoziationsketten ist richtig, weil diese Farben lösen ja in dem Gehirn bestimmte Neuronen aus, die im Zusammenhang mit Gerüchen, mit Erfahrungen, mit Erlebnissen stehen. Und das kann ich natürlich im Gespräch nicht. Aber indem derjenige, ohne dass ich frage, sagt, also das Bild, die Seele schmerzt, ich sehe dort ein Tor, ich sehe den Himmel, ich sehe dort einen Drachen, sage ich mir, wunderbar, ich habe das nie so gemalt. Ich erzähle aber auch nicht, was in mir passiert ist, weil das mache ich nicht. Sondern mein Ausdruck ist das von mir gemalte Bild. Und der Betrachter, der interpretiert dann, dass er plötzlich Parsifal sieht oder dass der Geschichtshintergrund von Parsifal, das sich so in der Oper entwickelt oder auch die Heldenreise, die wir aus dem Kino kennen. Und das öffnet dann Menschenherzen. Ja, das öffnet die Herzen und ich habe also vorhin von jedem der Besucher gehört, also ich danke Ihnen sehr, weil ich fühle mich anders, ich fühle mich neu, ich denke drüber nach, ich überlege, das Geld lässt mich nicht los, auch die Ewigkeit lässt mich nicht los und ich denke über Ewigkeit nach, über Leben und Tod, das habe ich nie beabsichtigt, aber es ist in der Person passiert und das denke ich ist eine psychologische Form, die gibt es keinen Namen dafür, aber die sich für mich so nehmen, dieser Reiz in dem Bild, durch Farbe ausgelöst, mich selber ein Stück zu erkennen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Da sind wir schon bei der nächsten Überleitung. Wohin wollen Sie noch? Was haben Sie für Pläne? Was haben Sie für Zukunftspläne? Neue Ausstellungen? Was planen Sie alles als Künstler? Also ich hatte ja den Plan, der leider nicht stattgefunden hat, dass ich in meinen Bildern konzertieren kann. Ich hatte also im Januar die Gelegenheit gehabt, dann hätte ich zu dem einen oder anderen Bild improvisiert und ich schreibe auch ein Buch und hätte an einem anderen Tag aus meinem Buch gelesen.
Gedichte, so wie heute zur Einführung das Gedicht Ewigkeit, aber das Buch ist ja mehr ein Episodenroman. Mhm. Und meine Pläne sind eigentlich die, dass ich das auf mich zukommen lasse, was auf mich zukommt. Mhm. Und dann zugreife oder sage, danke, dass ich das nicht habe. So viel Reife habe ich mittlerweile in meinem Leben gewonnen und das genieße ich einfach. Und Schnellschüsse gibt es gar nicht im Moment, dass ich jetzt sage, also ich will das und das, sondern ich will ich sein. Und in meinen Bildern bin ich ich. Meine Bilder sind ich und ich bin mein Bild. Also Inspiration auf die Leinwand gegossene Farbe. Sehr schön ausgedrückt. Gut. Sehr passage. Ja. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich danke auch. Es war sehr angenehm. Ja, gut. Tschüss. Tschüss.